Hallo, ich möchte heute Panda-Muffins backen. Die Pandas bereiten wir dabei in drei Backschritten zu. Der erste Backschritt besteht darin, den Teig für die Muffins herzustellen. Der zweite Backschritt besteht darin, die Creme für die Muffins zuzubereiten. Der dritte Backschritt ist die Gesichtsverzierung der Pandas. Für die Zubereitung des Teiges werden 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 375 Milliliter Milch, ein Päckchen Backpulver, ein Ei, 120 Gramm Öl, 100 Gramm Schokoladentröpfchen und 30 Gramm Kakao benötigt. Alle Zutaten werden in eine Schüssel gegeben und miteinander verrührt. Die Muffinförmchen werden mit dem Teig halb voll gefüllt. Anschließend werden die Muffins bei 180 Grad für ca. 20 Minuten gebacken. Nun kommen wir zu der Creme. Dafür benötigen wir 5 Esslöffel Milch, 230 Gramm Butter, 150 Gramm weiße Schokolade und 370 Gramm Puderzucker. Die Schokolade wird im Wasserbad oder in der Mikrowelle so lange erhitzt, bis diese geschmolzen ist. Danach lassen wir die Schokolade wieder auf Zimmertemperatur abkühlen, achten aber darauf, dass diese noch nicht fest ist. In der Zwischenzeit kann die Butter in einer Schüssel schaumig geschlagen werden. Dann wird die Milch hinzugegeben, anschließend die geschmolzene, aber nicht mehr heiße Schokolade und zuletzt wird der Puderzucker untergerührt. Für die Verzierung der Panda-Gesichter benötigen wir die Creme, die ausgekühlten Muffins, Kokos, Schokoladenplättchen und etwas Schokoladenstreusel. Auf die Muffins geben wir einen Klecks von der Creme. Dann werden die Muffins umgekehrt in den Kokos reingedrückt. Anschließend kommt das Gesicht.